Hallo und willkommen in der Schenkel-Werkstatt. Mein Name ist René, heute bin ich wieder für euch am Start. Und willkommen zu Teil 2 des 17.013 von Molking, der GMK. GMK Crane. 4460 Teile. Bauspaß verspricht er uns. Soll eine Eigenkreation von Molking sein. Das glaube ich denen nicht so ganz. Soweit ich weiß, basiert er auch auf einem Mock. Wobei er basiert dann nur, der Mock ist eine Gemeinschaftsarbeit. Alles weitere dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Ja, ihr wisst ja, zu Replicable und so weiter, könnt ihr euch das selbst mal nachlesen. Auch dass die Gemeinschaftsarbeit der Mocker ist dort kostenlos einsehbar. Schaut mal vorbei und schreibt mal, was ihr davon haltet, ob das Ding jetzt gemopst ist, weiterentwickelt ist oder wie auch immer. Wie gesagt, Moltke malt sich diesmal selbst auf die Fahne, dass sie den selbst kreiert haben. Aber ne. Glaube ich nicht. So, aber wie gesagt, tolles Ding bisher. Knapp 65 cm Länge haben wir bisher gebaut. Bauspaß pur, wie immer. Und diesmal auch wieder ein absolutes Technikmodell pur, wie ich es mir vorstelle. Man baut viele Funktionen ein. Man weiß letztendlich gar nicht mehr, wie man sie gebaut hat, aber sie funktionieren. Und das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Ja? Ihr seht ja hier grob, für alle, die das erste Video nicht gesehen haben, was wir an Zahnrädern gebaut haben, beziehungsweise hier unten an Differentialen gebaut haben. Eine ganze Menge. Alter Schwede. Angetrieben wird das ganze gute Stück über einen XL-Motor. Ja, sprich, er wird überhaupt kein Sprinter werden und ja, mal gucken, wie er sich dann letztendlich schlägt. Also bisher ist er noch schön leicht. Aber da fehlt ja auch noch einiges. Wie ihr seht, Tüten 5 bis 10 habe ich noch vor mir liegen, sowie eine ganze Tüte mit den tollen Arox-Reifen. Und was haben wir bisher gebaut? Bisher haben wir gebaut, klar, die ausfahrbare Stützen hinten sowie in der vorderen Sektion. Die kompletten Achsen sind schon da, alle 8 Stück. Ja, wobei nur 7 gelenkt sind. Und bei der Lenkung ist es auch ganz tricky. Standardmäßig sind die vorderen beiden gelenkt. Wenn man den Hebel im Führerhaus umlegt, wird dann die dritte Achse mitgelenkt, sowie die letzten beiden noch. Ja, also die vierte Achse, die bleibt weiter starr, die ist nicht lenkbar. Gelenkt wird das Ganze über einen Schneckenantrieb. Ja, also sprich, er hat kein Servo drin, er hat einen Schneckenantrieb drin für die Lenkung, weil er beherrscht dann nachher diesen Krabbengang, diesen seitlichen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Antrieb haben wir schon gebaut, also quasi theoretisch würde er schon fahren. Sowie den Antrieb, um die Stützen auszufahren und abzusenken. Das ist Stand der Dinge. Dafür habe ich jetzt gebraucht etwas über 7 Stunden. Und ich würde vorschlagen, ich babble jetzt gar nicht weiter. Für alle, die es detailliert interessiert, was ich gemacht habe und das erste Video nicht gesehen haben, ich verlinke es oben gerne. Und ich mache mich jetzt an die Tüte 5 und klemme fröhlich weiter vor mich hin und halte euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Also, bleibt gespannt. Bis gleich. Ich bin jetzt gerade aktuell mitten im Bauschritt Nummer 7. Ja, aufmerksame Zuschauer werden jetzt bestimmt merken, oh, wo war denn Nummer 5 und 6? Ja, ganz einfach, die habe ich übersprungen, weil da hat sich eigentlich gar nicht so viel getan. Nummer 5 war lediglich hier vorne das Führerhaus. Was wir da im Detail gemacht haben, zeige ich euch gleich. Dann haben wir weiter angefangen, den Kranaufbau zu machen. Und jetzt, wo es richtig, richtig interessant wird, halte ich auch an. Also deswegen der Kranaufbau, der zieht sich jetzt, hat in der 6 angefangen, zieht sich jetzt über die 7. Und bevor ich jetzt alles zubaue, zeige ich es euch. Also keine Angst, ihr verpasst nichts. Vorab möchte ich aber doch mal ein paar Sachen jetzt ansprechen, die mir bei dem Modell aufgefallen sind. Nicht unbedingt positiv aufgefallen sind. Nämlich da wären. Den Kranaufbau lege ich mal zur Seite. Ich bin jetzt mal wieder ein paar Schritte zurück bei dem Hauptmodell. Ups. Und zwar alle, die das erste Video gesehen haben, können sich vielleicht noch erinnern, dass mir bei den Auslegern bzw. bei den Stützen das hier extrem geknirscht hat und geknackt hat und da so gut wie gar nichts ging.
Ja, es hat zwar funktioniert, aber schön funktionieren war was anderes. Und das habe ich jetzt einigermaßen behoben bekommen und das hing bei mir jetzt an dieser Achse. Kleiner Funfact am Rande: Diese schwarze Achse ist jetzt von mir. In dem Gerät verbauen wir nur Achsen der Farbe Dark Blue Gray und Light Blue Gray. Zumindest bis jetzt. Ja, ich habe hier noch keine schwarze Achse bis jetzt verbaut. Diese ist von mir. Aber das nur als Funfact am Rande. Ah, so, was habe ich getan? Und zwar, diese Achse hatte mir viel zu viel Spiel. Die ist permanent über das graue Zahnrad, ist permanent über das rote gesprungen. Bei der kleinsten Belastung schon, das war so, ja, mal gar nicht schön. War letztendlich darauf zurückzuführen, dass das hier nicht genug Stabilität hatte. Ja, hier hängt die Achse drin, die das rote Zahnrad ansteuert, beziehungsweise den Umschalter hier und so weiter. Und auch das obere, das wird eigentlich nur befestigt. Hier vorne kommt es durch die Liftarm durch. Dann war hier eine Aufnahme, wo es durchgeführt wird, und hier die zwei. Und das war einfach viel zu wenig. Das hatte viel zu viel Spiel. Noch dazu, weil die Bauteile hier gar nicht verbunden waren und das sich permanent in der Höhe abgesenkt hatte. Ja, hier, da war ein Spiel drin, das war ja mehr als ein Zahnrad. So, habe ich zum einen verbunden, dass ich das graue, ich sage jetzt mal den grauen Schlitten hier, Liftarmgedönse, mit dem oberen Chassis verbunden habe. Da habe ich mir jetzt so ein Teil genommen. Habe es dort reingepinnt. Hier. Von unten waren, glaube ich, schon Pins drin. Wenn nicht, müsste noch welche einsetzen. Ja, also das hier war alles schon drin. Und das sind jetzt die zwei Liftarme, die ich eingesetzt habe. Diese kleinen zwei Liftarme mit Kurzaufnahme. Und habe die quasi einfach nur so da drin letztendlich verbunden. Ja, so sitzt das da drin. Und somit habe ich jetzt eine feste Verbindung zwischen diesem Bauteil und diesem Bauteil. Sprich, da kann jetzt nichts mehr hoch und runter. Hat aber leider immer noch nicht ausgereicht. Die Achse hatte immer noch zu viel Spiel. Hier unten war ein großer Achsstopper drauf. Den habe ich rausgenommen, habe dafür einen Dreier-Liftarm mit Kreuzaufnahme reingesetzt. Diesen. Jetzt hier in Light Blue Gray, aber ich eingesetzt habe ich ihn in Schwarz. Aber das nur so, ja, nebenbei. Also quasi sitzt der jetzt so da drin und fixiert mir nochmal zusätzlich meine Achse, die durch das rote Zahnrad kommt, beziehungsweise durch das graue Zahnrad kommt. Ja, das rote geht hier durch, das graue wird dann hier durchgeführt. Die Achsen, nicht die Zahnräder, die Achsen. Hatte jetzt dann zur Folge, dass der Achsstopper, der normalerweise hier vorne sitzt, den muss ich jetzt ein bisschen umsetzen. Deswegen habe ich hier eine. Normalerweise war das 8 und hier ist eine 4er Achse drin und hier eine 8er Achse drin. Diese habe ich dann kurzerhand ersetzt durch eine 7er und eine 5er. Und der Rest ist geblieben, wie es war. Und es läuft alles wunderbar mittlerweile. Prüfung machen wir gleich. Weiterhin habe ich was verändert. Die Zahnräder, die das ganze Ding antreiben. Ja, also das ganze Modell kriegt ja den Vorwärtsantrieb über einen XL-Motor, also Vorwärts-Rückwärtsantrieb über den XL-Motor, beziehungsweise wenn wir hier umschalten, hier oben. Ja, dann schalten wir ja um zwischen Antrieb und den Stützen. Und alle, die das letzte Video gesehen haben, haben gesehen, wie lahmarschig das ist. Und das war mir definitiv viel zu lahm. Im ersten Moment habe ich die Zahnräder nur getauscht. Also, wovon wir reden, ist dieses.
Vorher war alles über das Achterzahnrad angetrieben, das kam aus dem Motor heraus und ging dann auf ein 24er über. Ja, sprich eine Übersetzung von 1 und Untersetzung von 1 zu 3. Ja, eine Welle auf der kleinen macht eine 3 Umdrehungen auf der großen. Nee. 3 Umdrehungen auf der kleinen Welle geben dann nur eine Umdrehung auf der großen Welle. Sprich, das war eine Untersetzung, die mir persönlich jetzt viel zu lahm war und deswegen habe ich die geändert. Im ersten Moment hatte ich es nur umgedreht. Da hatte ich quasi dann eine Übersetzung von 1 zu 3. Das war wiederum viel zu schnell. Ich habe mich letztendlich für eine Übersetzung 1 zu 1 entschieden. Und ihr werdet sehen, das ist glaube ich, eine ganz gute Lösung. Wer nicht 1 zu 1 haben will, kann auch noch eine Übersetzung von 1 zu 1,6 wählen. Funktioniert auch. Das habe ich hier verändert. Und dann kommt noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die ihr definitiv und auf jeden Fall berücksichtigen müsst. Die befindet sich im Führerhaus und bei dem Kranaufbau hier. Dieses gute Stück. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber da haben sie absolut Scheiße gebaut. Weil letztendlich, ja, hier oben dreht es sich. Und man soll das hier vorne einsetzen. Hatte ich euch ja bereits gezeigt. Für den Umschaltung zwischen der Lenkung, dass man quasi die hintere Lenkung dazu schaltet. Aber was passiert? Ja, also Klemmkraft gleich 0. Okay, braucht das Ding auch nicht vielleicht unbedingt. Aber ja, also hier ist nichts gefaked, das ist absolut live quasi. Ja, live nicht, aber. Ja, deswegen ist mir das Ding ein paar Mal da vorne rausgefallen. Da das jetzt für mich ein bisschen zu viel wird, das Ganze zurückzubauen, habe ich mir beholfen. Anstatt die Dreierachse, die da normalerweise drin ist, habe ich jetzt eine Viererachse genommen. Einen kleinen Achsstopper. Links einen kleinen Achsstopper. Rechts. Und die Sache hält. So. Ne? Jetzt hält es fest. Kann auch nicht mehr rausrutschen, weil die Dreierachse, die ist permanent rausgerutscht. Aber im laufenden Band. Also das ist das zum Beispiel auf bei Bauschritt 299, 300, so um den Dreh. Hier seht ihr, ist die Dreiachse soll dadurch, die fällt euch permanent pausenlos raus. Entweder macht ihr es so wie ich, oder jetzt, da ihr es wisst, könnt ihr es auch ein bisschen cleverer anstellen. Ihr setzt einfach dieses gute Stück ein. Und dann ist die ganze Sache Piano. Echt super. Vor allem, das hat Molking vorher schon gemacht. Das ist der Witz daran. Hier haben sie es schon getan. Da ist so einer drin. Auf der anderen Seite genauso. Jetzt könnt ihr sagen, da vorne ist es noch nicht mal so wichtig. Aber das gleiche baut ihr auch hier. Und hier sollt ihr auch nur eine Dreierachse durchschieben. Das geht mal gar nicht, weil das Ding sitzt so oben drauf. Und ja, wir alle wissen, wir müssen uns der Schwerkraft unterziehen, ob wir wollen oder nicht. Und die Schwerkraft wird dafür sorgen, dass die Achse euch permanent rausfällt. Aber auch pausenlos. Deswegen setzt da auch so eines ein. Und die Sache läuft wie geschmiert. Ist kein Aufwand, eher ein Abschlusszeugnis für Molking in dem Falle. Dass man an solche Kleinigkeiten nicht denkt und da so einen blöden Baufehler einbaut. Der ist echt blöd. So, ich muss noch kurz meinen Sitz wieder einsetzen. Ja, das waren die Veränderungen, die ich bisher so durchgeführt hatte. Nicht viele, aber doch schon ein paar. Und dann kommen wir jetzt gleich erstmal zum eigentlichen,
was wir so getan haben. Also, wie ihr seht, wir haben Sitze gebaut, eine Stoßstange haben wir gebaut und das gesamte Führerhaus ist jetzt fertig. Übrigens, die Lenkung haben wir auch verstärkt. Na, ich, cleveres Kerlchen, habe jetzt den Sitz drüber gesetzt. Lasst es euch gesagt sein, die Lenkung ist jetzt verstärkt, funktioniert auch gut, zeige ich euch gleich. So, machen wir schnell das Dach nochmal fest. Zapp. Und zapp, da ist das Dach jetzt fest. Die Türen haben neue Teile. Na, komm mal raus. Ja, dieses, mein Bruder gesagt, man kann jetzt Tetris spielen. Dieses S-förmige Gerät hier. Ich kenne es noch nicht. Kennt ihr es? Mir ist es neu. Und das haben wir jetzt zweimal in Rot und einmal in Schwarz dabei. Und hier dient es lediglich dafür, um die Türen besser zu öffnen. Oder überhaupt zu öffnen. Ja, schöne Geschichte. Nett. Ja, ansonsten, das hier habt ihr ja schon gesehen. Oben den Aufbau plus den riesen Motor da oben drin. Und dann hat sich hier unten an dem guten Stück nichts mehr getan. Und dann kommen wir doch mal zu dem anderen. So, das ist jetzt, wie ihr seht, unten bringen wir den Kranz an. Der wird dann hier drüber gedreht. Ein kleines Führerhaus dafür haben wir schon gebaut. Und eine Menge Technik. Gleich zu Beginn sollten die Verlängerungskabel durchgefädelt werden. Ist auch nötig, weil später kriegt ihr sie nicht mehr durch. Und ich kann euch sagen, die sind nur im Weg. Es ist echt nervig. Aber wie gesagt, es muss sein. Später, wie ihr seht, ist da nichts mehr zu machen. Das gute Stück hat mich jetzt ein paar Nerven gekostet. Weil zum einen geht eine Achse einmal quer hier durch. Und die da durchzuschieben, boah, herzlichen Glückwunsch. Da bluten die Finger. Aber okay, man weiß sich ja zu helfen. Der ganze Aufbau hier hinten, den macht ihr quasi mehr oder weniger einhändig. Weil ihr habt in der einen Hand das Modell, müsst es leicht schräg halten, damit die Achsen draufgesteckt werden können. Aber gesichert wird da nichts, bis ihr mehr oder weniger zu diesem Liftarm kommt, beziehungsweise die zwei Zahnräder einsetzt. Vorher ist das alles absolut lose. Ja, hier neben die Abdeckung, die habe ich schon hier liegen, die machen wir gleich drauf. Und hier könnt ihr auch mal sehen, was da wirklich alles an Zahnrädern und an Technik ist. Ja, ich habe es noch nicht zusammengesetzt. Ich hoffe, dass das alles so hält, wie es halten soll und alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Aber wir sind jetzt wieder bei dem, was ich schon ein paar Mal gesagt hatte. Man baut Technik und weiß letztendlich gar nicht mehr, was man baut. Und das macht es für mich aus. Ein Haufen Kabelgewirr da drin. Weil da kommen von unten her die zwei Verlängerungskabel durch. Dann haben wir hier einen M-Motor, einen L-Motor hier oben. Und hier drüben versteckt sich auch noch ein M-Motor. Also nur auf diesem kleinen Stück, was in einer Handfläche passt, drei Motoren verpflanzt, ist, glaube ich, eine ganz gute Ansage. Oder? Ja, Riesenaktuatoren haben wir drin. Ja, die großen. Schön ausgerichtet, muss sein. Ist aber kein Hexenwerk, alles easy going. Hier haben wir auch wieder die Übersetzung 1 zu 3. Und ich weiß nicht. Hier möchte ich jetzt ungern, weil ich habe es noch nicht im Predigt gehabt, ungern rumfuschen in Sachen Geschwindigkeit. Wir gucken mal, wie es sich in der Praxis schlägt. So, dann haben wir hier die Seitenwange. Die soll hier neben drauf. So.
soweit so unspektakulär. Klarer Fall von Dingste. Also die Klemmkraft, die ist mal wieder absolut enorm. Quasi bei dem Ding braucht man ab und zu mal ein bisschen Mut, um das alles so hinzudrücken, wie es hin soll. Ja, und jetzt habe ich hier den Umschalter. Und ihr seht, die Achse wäre euch spätestens jetzt kommt ihr nicht mehr ran und die wäre permanent rausgefallen. Ja, also das ist ein absolutes Unding. Da drin sehen wir, dass es umschaltet. Sehr schön. Ja, und auch die Kabel, die sollte hier durchgeführt werden. Direkt an den Zahnrädern vorbei, deswegen habe ich die mal mit so kurzen Möchtegern-Kabelbinder befestigt, damit die mir nicht ganz so viel in der Gegend rumwuscheln da. Das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber machen wir jetzt doch mal die Funktionsprüfung von dem Großen nochmal, damit ihr auch seht, dass ich meine Operation einigermaßen Erfolg hatte. Ich habe mir schon mal was vorbereitet. Ja, machen wir es mal. So. Jetzt brauche ich noch meine Fernbedienung. Hier ist sie. Also zum einen die Lenkung. Gehen wir einfach auf die Geschwindigkeit. Ich glaube, die ist jetzt ganz okay. Eine bessere Visualisierung für mein Zahnrad. Ich denke mal, das ist okay. Ja, wie gesagt, Lenkung haben wir vorne mehr versteift. Sprich, sie funktioniert jetzt super. Klar, beim Knacken sollte man aufhören, aber das ist halt der Schneckenlenkung zu schulden. Auch wenn ich jetzt drin umschalte, dass die hinteren mitlenken. Ja, also wie ihr seht, mit der Lenkung habe ich überhaupt keine Probleme. Die funktioniert super, die funktioniert gut. Alles wieder zurück. Wenn wir jetzt das ganze Modell umschalten in den Kranmodus, das war jetzt der Fahrmodus, ja, sprich der Hebel auf der Beifahrerseite nach hinten. Wenn wir den umlegen nach vorne, sind wir quasi in dem Kranmodus drin. So nenne ich es jetzt einfach mal. Somit können wir die Stützen ausfahren. Ja, wie ihr seht und hört, ganz ohne Knackgeräusche. Das einzigste Problem, was ich immer noch habe, ist, dass diese Achsen nicht so ganz zurück wollen, wie ich das will. Ich habe sie auch schon ein bisschen zurückgebogen, aber es reicht nicht aus. Wenn wir jetzt umschalten. Ja, ich habe den Hebel jetzt nach hinten umgelegt und somit sollten sich jetzt die Stützen ausfahren. Und das ganze Ding anheben. Ja, und ihr seht, hier vorne ist es ganz schwer am Arbeiten dran. Und teilweise am Überspringen. Das ist einfach, weil die Achsen hier viel zu lang sind. Die müssten definitiv aus Carbon sein. Da liegt dermaßen viel Druck drauf, was das ganze Gerät sich verzieht. Und es wird ja nicht besser. Im Gegenteil, da kommt ja noch Gewicht oben drauf. Ja.
Das ist eindeutig viel zu instabil gebaut. Also da muss noch mal ein bisschen was ran. So, dann fahren wir die ganze Sache wieder rein. Weil ihr merkt, sobald das ganze Gerät ohne Belastung ist, läuft auch alles wieder ganz geschmeidig. So, mittleren Hebel habe ich jetzt wieder umgelegt. Und das sind die Schützen eingefahren. Also das funktioniert super, das funktioniert prima. So bin ich relativ zufrieden. An der Stange werde ich noch arbeiten. Carbonachsen in der Länge habe ich leider nicht da. Das sind nämlich 16er. Da werde ich mir noch was einfallen müssen. Aber wenn mir was eingefallen ist, werde ich euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Jetzt werde ich erstmal weitermachen mit Bauschritt Nummer 7. Ja, da wird hier noch ein bisschen was verkleidet. Und dann melde ich mich bei gegebener Zeit wieder zurück. Also, bis gleich. So, wie ihr seht, ich bin noch nicht allzu viel weiter. Ich habe jetzt lediglich hier noch ein paar Lied drüber gesetzt. Aber hier, die Akkubox haben wir eben gerade eingepflanzt und die Kabel verlegt. Und mein ganzes Kabelmanagement sieht jetzt mehr oder weniger so aus. Ich hoffe, dass das so gut geht, dass da alles da unten drin sich rumknäult. Na, warten wir es ab. Aber viel mehr andere Möglichkeiten hat man gar nicht, da irgendwas zu verstecken. Die sollen definitiv alle hier durch und naja. Ja, die ersten Gewichte haben wir angebracht. Und apropos Gewichte, mir war beim Auspacken aufgefallen, dass eins nicht richtig zu war. Und da habe ich mir gedacht, komm her, nutze die Gunst der Stunde und guckst mal rein, was da so drin ist. Was glaubt ihr denn, was hier drin ist? Blei? Ja, Blei ist auch drin. Also wie gesagt, das ist schon offen. Ich werde es mir nachher noch zukleben. Ich wollte es jetzt nur mal, um euch zu zeigen. Mache ich nochmal auf. Seht ihr das? Schrauben und Blei. Ja, also ein Bleigewicht haben wir drin. Und viele, viele Schrauben und ein bisschen Dreck. Gut, das kann von den Schrauben abgefallen sein. Und Schrauben in den verschiedensten Varianten. Krass, oder? Von ganz klein bis mittel. Alles dabei. Deswegen rascheln die auch so. Ja. Schon lustig. Also ich hätte ja mit vielen gerechnet, aber nicht damit. So, packen wir alles wieder rein. Die ganze Schund. Mann, Mann, Mann. Schrauben. Schrauben. Also nicht nur Teilespender wegen den Steinchen, wegen den Bricks und Liftarmen und so weiter. Nein, auch ein Teilespender, wenn man kleine Schräubchen braucht. Also, es geschehen Sachen hier. Mann, 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 Mann. Ja, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Aber kommen wir da jetzt mal wieder zum eigentlichen, warum wir hier sind. Ich habe alles verkabelt. Die Akkubox ist voll belegt. Die Kabel, die jetzt nach unten führen, die habe ich mir jetzt einfach nur mal auf den Motor hier behelfsweise geklemmt, um zu gucken, ob die durchgehen. Spoiler, ja, sie gehen durch. Was auch sonst. Aber gucken wir doch mal. Und zwar haben wir dann jetzt auf A liegen den Motor. Funktioniert gut. Auf B haben wir liegen. Wir drehen mal die Turmdrehung. Ja, da kommt hier noch der Kranz drauf. Und damit haben wir auf B die Turmdrehung liegen. Auf C haben wir dann liegen.
die großen Aktuatoren. Und sie fahren raus. Sie fahren rein. Es funktioniert alles ganz geschmeidig. Auf Dora müsste jetzt der kleine Motor wieder anspringen, weil da wird ja später die Lenkung drauf liegen. So, und dann haben wir noch E angeklemmt. F angeklemmt. F, E ist frei. F haben wir noch angeklemmt. Das ist dann hier hinten. Den können wir dann auch noch umschalten. Und dann bedient er das andere Zahnrad. So, Funktionsprüfung erfolgreich abgeschlossen. Ich mache mich weiter und melde mich gleich zurück. Soeben habe ich gerade Bauschritt Nummer 8 abgeschlossen. Sprich, wir stehen jetzt ganz kurz vor der 9. Ganz, ganz kurz vor dem Finale. Ja, und jetzt hat sich wieder einiges getan, wie ihr seht. Ja, wir haben den Drehturm mittlerweile vollendet und aufgesetzt, beziehungsweise das hatten wir ja vorhin schon. Jetzt ist er nochmal aufgesetzt und funktioniert auch. Dann haben wir schon unseren Ausleger gebaut. Und da wollte ich euch jetzt mal gleich mitnehmen, wenn wir den montieren. Aber kommen wir noch erstmal zum Turm an sich. Ich räume gerade mal alles auf die Seite. Also es hat sich noch ein bisschen mehr getan. Wie ihr seht, wir haben hier ein bisschen Deko an die Seite gebaut. Und da hinten ist jetzt der Schalter drin, um die Kranfunktion umzuschalten. Was soll ich euch sagen? Wenn der umgelegt ist, komme ich mit meinen dicken Fingern da gar nicht mehr rein. Ich muss mal da jetzt irgendwas noch... Ich muss den wahrscheinlich mal nach außen verlängern, wenn das geht. Weil er hat schon einen ziemlich steilen Winkel da drin. Und ich will ja nicht jedes Mal mit dem Schraubenzieher da drin rumpulen, um den umzulegen. Also das ist echt eine... Ja, Fäkalienlösung. Das ist nicht so prall. Auf der anderen Seite ist es genau dasselbe. Da sitzt der auch so weiter hinten drin. Also ich komme da gar nicht ran. Vielleicht machen wir auch einfach nur die Blende ab. Mal gucken. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ja, ansonsten haben wir hier verblendet. Hier oben haben wir noch ein bisschen Chassis gebaut von dem Drehturm. Ja, genauso auf der anderen Seite. Der Akku sitzt hinten drauf. Und schön verkabelt, das habe ich einigermaßen gut hingekriegt, finde ich. Und hier vorne auch noch ein bisschen Deko gebaut. Ja, sehr hübsch geworden, finde ich. Also optisch, finde ich, macht er mittlerweile richtig was her. Wenn man auch gucken muss, wo man ihn mittlerweile anfasst. Aber optisch, ja, hat was. Finde ich gut. Finde ich richtig gut bis jetzt. So, einmal wieder aus dem Kamerafeld. Keine Angst, ich bin noch da. Ja, dann haben wir zuerst dieses Grundgerüst gebaut. Ja, quasi ist das der erste Teil des Auslegers, wo jetzt gleich alles nur noch reingeschoben wird. Mit einer 32er Welle obendrauf. Und die war jetzt wirklich in Schwarz. Und die auch. Das sind nicht meine eigenen. Die sind jetzt wirklich in Schwarz. Ja, die Führung für die Rollen mit Rücklaufsperre. Hier ist der ganze Mechanismus, um den Kran gleich oder den Ausleger auszufahren. Dann das erste Innenteil. Ja, schön oben das Zahnschlangengestänge drauf. Was letztendlich hier vorne reingreift. Und das wird auch über diese riesenlange Welle hier oben bewegt, damit man den ausfahren kann. Also quasi wird das von hier aus angesteuert, geht über verschiedene Zahnräder, wird das nach oben geleitet, hier über die Universal Joints oder Kahlengelenke auf die lange Welle, nach vorne auf die Zahnräder,
und die Zahnräder wiederum schieben den dann rein oder raus. Aber damit ja nicht genug. Es wurde noch ein dritter Ausleger gebaut, der, ja, naja, mit dem bin ich jetzt also mal so gar nicht zufrieden. Aber dazu komme ich gleich noch. Etwas ganz Seltenes haben wir hier verbaut. Seht ihr es? Ein 3L-Pin in Rot. Ja, damit auch der Letzte weiß, wo man die Schnur dran befestigen muss, weil die wird einfach nur hier dran verknotet und wird dann nach vorne umgeleitet, etwas weiter nach unten, an einem 5er-Liftarm fixiert, aber das seht ihr gleich. Aber ein 3L-Pin in Rot. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ganz selten ist. Naja, gut. Spaß beiseite. Also für mich jetzt hier definitiv auch ein blauer getan. Und ja, ich will immer noch die schwarzen haben. Okay. Dann haben wir hier noch eine Rolle gebaut. Die sollte, glaube ich, eigentlich dafür da sein, dass das Ding hier in der Führung besser funktioniert. Wobei, ganz ehrlich gesagt, die kann weder oben noch unten irgendwas bewirken, wie ihr seht. Diese Rolle ist sowas von überflüssig. Aber okay. So, setzen wir das ganze Ding mal zusammen. Und zwar soll die ganze Schnur erst einmal hier unten noch durchgefädelt werden. So. Dann haben wir die da durch. Dann das Ganze da rein. Weil letztendlich zieht der Arm sich nur dadurch, dass der nach vorne geschoben wird. Und ich die Schnur hier nur festhalte. Ja, mein Kamerawinkel ist zu klein. Entschuldigung, machen wir gleich anders. Quasi, der wird letztendlich nur hier unten dran fixiert. Da wird er dran fixiert. Ach, warum lange reden? Schieben wir das ganze Ding mal rein. So. Dann kommt oben noch eine Umlenkrolle drauf, beziehungsweise die kommt unten dran. Die kommt hier dran. Na. So, damit der Schlitten auch in seiner Führung bleibt, haben wir kleine Führungsnasen gebaut. So. Die fügen sich letztendlich hier ein. Moment, ich muss kurz umbauen. So, da bin ich wieder. Ja, die werden quasi hier eingesetzt in den Schilteten. Und die sorgen letztendlich dafür in der Höhe, dass jetzt der Zahnkranz auf die Räder greift. So. Das gleiche noch auf der anderen Seite. Na. So, dann ist es auch da drin. Dann soll die kleine Schnur in das mittlere Loch des 5er Liftarms durch. So, auch erledigt. Und das soll jetzt wiederum an diesem Pin festgebunden werden. Ich habe es allerdings nicht festgebunden. Ich stecke das immer nur einfach so da rein. Weil wenn man dann nachher noch was in der Länge korrigieren muss, muss man nicht erst die Knoten aufmachen und so hält das auch bombenfest. So. Damit wir es testen können, verändere ich jetzt gerade mal den Kamerawinkel und melde mich gleich nochmal zurück. So, da habe ich den Kamerawinkel ein bisschen verändert. Und jetzt sind wir an dem guten Stück dran.
Ich habe hier wieder meinen Behelfsmotor. Ich will sie erstmal nur mal ohne Chassis testen. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Das ganze Zeug einhändig zu machen ist recht tricky. Aber ich glaube, so könnt ihr es einigermaßen sehen. So, Motor ist dran. Und da sehen wir, wie die Ausleger sich beide relativ parallel zueinander ausfahren. Und das gleiche auch noch umgekehrt. Wobei der Ausleger, der jetzt nicht mehr zurückfährt, der arbeitet lediglich über Schwerkraft, dass sie wieder zurückrutscht. Sollte er zumindest. Also, das funktioniert. Das heißt, wir können es jetzt auch einbauen. Also, ich hole euch mal wieder ein bisschen näher ran. So, da soll er eingebaut werden. Dann gucken wir doch mal, ob wir das hinkriegen. Nämlich soll er sowohl an diesen Teil fixiert werden, als auch eine Stange durch dieses durch. Da ist mir gerade ein Zahn runtergefallen, sprich die Schwerkraft funktioniert. So, ja, kleiner Spaß muss sein. Also, wir haben es jetzt hier durchgefädelt und das soll dann letztendlich hier durch und durch diese gebogenen Liftarme alles fixiert werden. So, durch den ersten bin ich durch, jetzt kommt der zweite. Bin ich auch durch. Jetzt sind wir auch durch den Chassis durch. Und jetzt setzen wir noch das Zahnrad mit ein, irgendwie. So, da ist es grob fixiert. Und wir schieben die Achse weiter durch. Und da ist sie auch schon verschwunden und das Ding ist fest. Damit es jetzt auch noch mit dem Aktuator verbunden wird, müssen wir uns noch hier dran begeben. Da kommt eine kleine Dreierachse rein. Diese jene. Ich mache es jetzt von hinten, weil vorne habe ich die Kamera stehen, da komme ich nicht so gut ran. Oder doch von vorne. So. Doch, so. So klappt's. So, und da ist das auch schon das gute Stück verbunden. Und dann gucken wir doch mal, ob alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ich fahre euch mal wieder ein bisschen zurück. So. Das klappt wunderbar. Und auch der Ausleger funktioniert. Sowohl rein als auch raus. Wie gesagt, ansonsten funktioniert der hier vorne nur über die Schwerkraft. Wenn da einer einen Tipp von euch für mich auf Lager hat, wie man den seiltechnisch noch verbinden kann, bin ich gerne für jede Verbesserung offen, weil so gefällt mir das
gar nicht. Ja, sprich, man muss ihn immer erst auf Anschlag fahren, was ihr jetzt leider nicht mehr sehen könnt. Also er ist gewaltig. Von der Größe her absolut gewaltig. Und selbst da zieht er sich nicht richtig rein. Also das ist was definitiv verbesserungswürdig. So, ich würde jetzt vorschlagen, ich mache mich jetzt noch an Tüte 9 und 10. Danach melde ich mich nochmal ganz kurz zurück, wegen dem, was wir dann gebaut haben. Achso, ja, drehen kann er sich mittlerweile auch. Selbstverständlich. Ich melde mich gleich zurück nach der Tüte 9 und 10. Review wird es erst im nächsten Video geben, aber dafür wieder ausführlich. Also, bleibt gespannt, bis gleich. Ja, und schon ist er da in seiner vollen Pracht, der GMK Crane 17013. Nach guten 16 Stunden inklusive ein paar Tüftelarbeiten bin ich nun fertig mit dem Modell. Aber mein Fazit kriegt ihr erst im Review, was erst übermorgen kommt, weil heute ist das Video, glaube ich, schon lang genug. Ich möchte euch so mal zeigen, was habe ich noch im Bauschritt Nummer 9 und 10 getan. Das waren hier neben ein bisschen Deko. Eine kleine Seilwinde haben wir noch eingebaut. Sowie noch das Kontergewicht. Bei dem Kontergewicht hier neben waren ja schon die zwei Gewichtselemente, wo ich euch das mit den Schrauben gezeigt hatte. Haben wir hier drin reingesetzt, so wie den Akku, der sitzt hier drüben, da wo ihr die blauen Pins rauslucken seht, da sitzt der Akku drunter. Und weiterhin haben wir dann hier hinten drin noch vier weitere Gegengewichte mit den tollen Schrauben, Teile, Spendern. Ja. Ja, dann geht's weiter. Die ganze Takelage, die ganzen Seile sind dran. So wie auch die seitlichen Ausleger haben wir montiert. Und selbstverständlich auch den Kranhaken. Den habe ich schon ein bisschen modifiziert. Hier unten sollte eigentlich eine Vierer-Achse rein. Die hat mir aber so weit rechts und links rausgeguckt. Deswegen habe ich eine Dreier reingemacht. Die passt punktgenau. Man hat auch genügend Teile übrig. Das ist jetzt nicht das Problem. Übrigens, Teile, die übrig sind. Das sind die hier plus ein paar Pins. Verhältnismäßig wenig für Moldking-Verhältnisse. Aber egal. Hauptsache, es hat nichts gefehlt. Und das hat es auch nicht. Ja, kommen wir doch mal dann auch zu der Funktion. Eine Funktionsprüfung steht ja noch an, nämlich von den seitlichen Auslegern. Und da müssen wir drüber reden. Ich stelle euch gerade mal auf ein Stativ, weil ich brauche jetzt beide Hände. Also, kurzer Schnitt, weiter geht's. Ja, wie ihr seht, ich habe mir schon mal in Position gefahren. Diese Streben, die sind einfach nur ganz locker hier dran. Und gesteuert wird das Ganze, die ganzen Ausleger eigentlich nur über zwei Zahnräder. Dieses und dieses. Ja, das hier bewirkt, dass sich der Arm abkippt und der hier bewirkt, dass er sich ausfährt. Aber das zeige ich euch gleich. Und das Gleiche ist auf der anderen Seite. Dasselbe in grün. So, ich muss nur mal gerade die Kamera abstellen, weil wie gesagt, ich brauche jetzt beide Hände dafür. Ja, wir kippen das jetzt zuerst ab. Was wie gesagt auf beiden Seiten gleich funktioniert, über das kleine schwarze Zahnrad kippen wir zuerst die Ausleger ab.
da sind sie auch schon abgekippt. Und über das andere Zahnrad holen wir jetzt die Ausleger nach außen, sofern unsere Gestänge uns nicht im Weg ist. Ja, da sitzen Aktuatoren drin, die wir quasi dann rausdrehen somit. Und sich das ganze Ding dann voll entfalten kann. Was jetzt an dem ganzen Ding ein bisschen doof ist und mich stört, ist jetzt nicht unbedingt der Handbetrieb, wobei der ist auch sehr, sehr nervig, finde ich. So, da sind sie auf Anschlag und so sieht das Ding dann quasi ausgefahren aus. Diese Seilwinde hat jetzt hier eine Rücklaufsperre drin, die letztendlich bewirkt, dass die Arme oben auf Spannung bleiben, weil diese zwei Seile von der Seilwinde, ja, das mittlere ist für den Haken, die zwei äußeren Seile werden hochgeführt. Hier rüber, gehen über das große Rad drüber, werden nach hier oben geführt, durch ein Loch durch und wieder zurück und auf dem kleinen Rad werden die fixiert. Dadurch, dass das jetzt hier oben fest ist oder dort umgelenkt wird, hat das natürlich das Problem, sobald wir den Arm weiter ausfahren, will der mehr Seil haben. Ist ja ganz logisch, wir verlängern ja den Arm. Geht aber nicht, weil die Rücklaufsperre das alles verhindert. Ja, sprich, wenn ihr in diesem Winkel das ganze Ding ausfahren wollt, müsst ihr permanent die Rücklaufsperre entweder komplett ausbauen, was ich auch noch tun werde, weil ich halte die für sowas von sinnlos im Moment. Weil ansonsten könnt ihr das Ding nicht ausfahren. Im Gegenteil, er sperrt, die Zahnräder springen über. Ja, nicht schön. Nicht schön, oder? Also das ist eine Technik, die ist bei weitem nicht durchdacht. Ja, dann hätte man vielleicht hier noch was machen sollen mit einer kleinen Umlenkung, dass das automatisch mitläuft. Weiß ich nicht, ob das möglich ist. Habe ich auch noch nicht probiert. Ja, aber wie gesagt, das haben wir jetzt getan in Bauschritt Nummer 9 und 10. Und somit sind wir dann auch schon für heute am Ende. Bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer danke fürs Zuschauen. Bleibt schön gesund da draußen und wir sehen uns zum Review wieder. Ciao!